Juli. Juli ist der 7. Monat im gregorianischen Kalender, also in dem Kalender, den wir heute kennen. Juli ist benannt nach dem Staatsmann Julius Caesar, der eben um 46 vor Christus eine Kalenderreform durchgeführt hat und dann wurde nach ihm der Name Juli benannt. Kurzfristig wurde auch der Name Juli in Aurelius umgewandelt, aber nur sehr kurz. Es gibt einen deutschen Namen, Heuert oder Heuert, weil im Juli auch eine Heuernte eingefahren wird. Juli wird auch genannt Bärenmonat oder Honigmonat, auch als Honigmond, weil häufig geheiratet wurde im Juni und dann wurde eben im Juli die Flitterwochen gemacht, also der Honigmond. Juli ist der 7. Monat. Juli ist zusammen mit dem August meist der wärmste Monat des Jahres. Juli ist der 1. Monat nach dem Sommeranfang. Am 21.06. sind die Tage am längsten. Im Juli werden zwar die Tage schon kürzer, trotzdem ist es dort wärmer als im Juni. Im Juli gibt es zwei Sternzeichen als Sonnenzeichen. Der größte Teil des Julis ist noch der Krebs und ab dem 21. oder 22. Juli beginnt dann der Löwe. Juli hat auch einige indische Feiertage. Im Juli feiern wir bei Yoga Vidya den 14. Juli, den Mahasamadhi-Tag von Swami Shivananda. Und normalerweise fällt im Juli auch das Fest von Guru Purnima, der Vollmondstag des Gurus.